Wer wünscht es sich nicht? Einen Besuch in einem Freizeitpark, in dem Fall der Europapark, bei wenig Andrang, geringen Wartezeiten, alles ganz easy und entspannt. Doch die Realität sieht anders aus. 100 Minuten, 90 Minuten, 80 Minuten, 60 Minuten. Überall muss man anstehen. Besucher überall. Menschen, die schwitzen. Menschen, die drängeln. Menschen, die schubsen. Gestresste Menschen und so weiter. Und ich frage mich, machen dynamische Eintrittspreise im Europapark Sinn? Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Anhand der Besucherzahl ist der Europapark mit seinen 5,7 Millionen Besuchern im Jahr 2018 einer der größten europäischen Freizeitparks und der größte saisonale Freizeitpark der Welt. Bei derartig hohen Besucherzahlen ist es natürlich kein Wunder, dass der Europapark an Spitzentagen schnell mal seine Kapazitätsgrenze bzw. ein hohes Besucheraufkommen erreichen kann. Trotzdem gibt es auch immer noch, man mag es kaum glauben, Tage im Europapark, an denen der Park nicht allzu stark ausgelastet ist und an denen die Wartezeiten entsprechend moderat sind. Stand 2019 kostet eine normale Tageskarte für erwachsene Besucher 52 Euro. Dieser Eintrittspreis ist ein fester Preis, welcher sowohl bei hohem als auch bei geringem Besucheraufkommen bezahlt werden muss. Letzte Woche bin ich dann auf einen niederländischen Zeitungsartikel gestoßen, welcher den Freizeitpark Efteling thematisierte. Aus dem Artikel konnte man entnehmen, dass der niederländische Freizeitpark ab Februar 2020 plant, ein dynamisches Eintrittspreissystem einzuführen. Mit einem dynamischen Eintrittspreissystem sollen geringer frequentierte Tage durch einen geringeren Eintrittspreis attraktiver gestaltet werden und vollere Tage durch einen höheren Eintrittspreis unattraktiver. Doch beginnen wir mit der eigentlichen Analyse und fangen an mit den Besuchern und Besucherinnen im Europapark. Kleiner Hinweis, alle Werte sind geschätzt. Auf der linken Seite seht ihr die ungefähre Besucheranzahl und auf der rechten Seite die zu erwartende Wartezeit. Bei 10.000 bis 20.000 Besuchern liegen wir in einem ungefähren Bereich von 10 bis 25 Minuten. Bei 20.000 bis 30.000 Besuchern bei 25 bis 45 Minuten Wartezeit. Bei 35.000 bis 50.000 Besuchern wird es dann schon voller bei 45 bis 80 Minuten Wartezeit. Bei über 50.000 Besuchern, das lassen wir mal lieber. Diese Werte sind zwar nur geschätzt, allerdings lässt sich die Tagesdurchschnittsbesucherzahl ganz leicht errechnen. Der Europapark hatte in der letzten Saison ca. 5,7 Millionen Besucherinnen. Der Park hatte in der Hauptsaison 226 Öffnungstage und während der Wintersaison 44. Teilt man nun die Gesamtanzahl der Öffnungstage durch die Gesamtanzahl der Besucherinnen, erhält man 21.111 Besucher im Durchschnitt, die an einem Tag den Europapark besuchen. An dieser Stelle möchte ich auf das vorhin erwähnte Modell von Efteling zurückkommen. Efteling wird seine Eintrittspreise ab Februar 2020 folgendermaßen staffeln. Ist der Park sehr leer, werden 38 Euro fällig. Bei wenig Besucheraufkommen müssen die Besucherinnen 41 Euro Eintritt bezahlen, bei einem hohen Besucheraufkommen 43 und ein sehr hohes Besucheraufkommen schlägt mit 45 Euro zu Buche. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich um das erwartete Besucheraufkommen und nicht um das tatsächliche Besucheraufkommen handelt. Nehmen wir doch mal eine ähnliche Staffelung bei den Besuchern des Europaparks vor. So würden 10.000 bis 20.000 Besucher 48 Euro Eintritt kosten, 20.000 bis 30.000 Besucher 50, 35.000 bis 50.000 Besucher 52 und die Obergrenze wäre dann bei mehr als 50.000 Besuchern mit 55 Euro erreicht. Ihr fragt euch jetzt sicher, wieso man bei volleren Tagen, an denen man logischerweise weniger schafft, mehr Eintrittspreis bezahlen muss. Der Gedanke ist ganz einfach, man möchte mit dem geringeren Eintrittspreis an vorbestimmten Tagen erreichen, dass Besucher sich umentscheiden und an eben diesen weniger frequentierten Tagen eher den Park besuchen, als an einem Brückentag oder an volleren Tagen in den Europapark zu fahren. Somit könnten die dynamischen Eintrittspreise quasi auch an den Mindestöffnungszeitenplan, der immer vor jeder Hauptsaison ausgegeben wird, angepasst werden. Somit sieht man schon im Vorfeld, an welchem Tag welcher Eintrittspreis fällig werden würde. Fraglich bleibt bei solch einem System natürlich immer noch, ob die potenziellen Brückentage und die Zeit um Halloween dann wirklich auch weniger frequentiert werden würden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man vielleicht gerade den ein oder anderen volleren Samstag durch eine solche Preispolitik entlasten könnte, indem man durch geringere Eintrittspreise auf andere, ebenfalls attraktive Tage ausweicht.
Ich bin von diesen Überlegungen und dem System aus Efteling nicht ganz abgeneigt und fände es interessant, ob sich ein solches dynamisches Eintrittspreissystem auch wirklich im Europapark durchsetzen könnte. Doch jetzt interessiert mich auch natürlich eure Meinung. Seid ihr für ein solches System oder sagt ihr totaler Bullshit? Lasst es mich doch mal wissen. Alle Quellen für dieses Video findet ihr in der Videobeschreibung. Bis dahin bleibt dran. Ciao.